Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Krim-Konflikt spitzt sich zu. Der ukrainische Präsident Poroschenko warf Russland vor, massiv Truppen an der Grenze zusammenzuziehen. Von heute an gilt in Teilen der Ukraine Kriegsrecht. Auslöser der gegenwärtigen Krise war ein Zwischenfall im Schwarzen Meer. US-Präsident Trump erwägt die Absage eines Treffens mit Russlands Präsident Putin. Bewerber um CDU-Vorsitz bei Regionalkonferenz in Böblingen. Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer räumte ein, die CDU habe die Sorgen der Menschen nicht genügend ernst genommen. Ihr Konkurrent Merz warnte vor einer Sozialdemokratisierung der Partei. Der dritte der Kandidaten, Gesundheitsminister Spahn, sagte, die CDU müsse Vertrauen zurückgewinnen. Bundesinnenminister Seehofer eröffnet heute die vierte deutsche Islamkonferenz. Ein Thema ist die Ausbildung von Imamen in Deutschland. An der Tagung in Berlin nehmen in diesem Jahr neben mehreren Verbänden auch Theologen und Wissenschaftler teil. Immer mehr ältere Arbeitnehmer, 2,4 Millionen Menschen über 60, haben einen sozialversicherungspflichtigen Job. Das geht aus einem Bericht der Bundesregierung hervor. Das sind doppelt so viele wie 2007, als die Rente mit 67 eingeführt wurde. Explosion nahe Chemiefabrik in Nordchina. Dabei kamen mindestens 22 Menschen ums Leben. Mehr als 20 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Changjiakou, nordwestlich von Peking. Nach Behördenangaben brannten mehrere Lkw und Autos aus. Das Wetter: abseits zäher Nebelfelder freundlich, im Osten bis zum Abend sonnig, westlich zunehmend dichte Wolken und Regen, Höchstwerte -2 bis +8 Grad.